Meine Titel, warte mal. Ja, da war was. Mein Auto. Ach ja, mache ich ein Trainingsprogramm? Mein Körper. Nee, Beruf brauche ich nicht. Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann schaue ich ja ab und zu mal so ins Internet rein, was dort abgeht, so was dort passiert, so ein bisschen auf Social Media. Und dann ist mir ein gewisser Herr aufgefallen, der neue Trainingsprogramme anbietet, weil er letztens so Meisterschaften gewonnen hat. Und hier und da, und das Erstaunliche ist einfach, dass ich diese Person ziemlich gut kenne, ja, und jetzt plötzlich ein Trainingsprogramm anbietet, ey, das finde ich cool, weil dieser Mann, beziehungsweise dieser Mensch will Leuten helfen, das ist überhaupt gar nicht die Frage, aber langsam ist es sowas von lächerlich geworden. Sorry, dass ich das mal sagen muss. Es ist wirklich super lächerlich. Einmal für diesen Preis, es wird dort wieder geworben für ein Trainingsprogramm. Knapp 260 Euro. Jetzt momentan im Angebot für 249 Euro. Schlagen Sie zu! Ich habe dieses Trainingsprogramm in den letzten 10 Wochen meiner Vorbereitung, also während meiner Vorbereitung, entwickelt für euch. Und dieser Trainingsprogramm ist 1 zu 1 übertragbar für euch. Ja. Und dann habe ich so einen Trailer da dazu gesehen. Also wirklich, muss ich sagen, ziemlich geil gemacht. Und ich kenne auch die Personen, die den Trailer gemacht haben. Ziemlich cool. Das auf jeden Fall. Also es ist ziemlich viel auf Werbung und Progression raus überhaupt. Ziemlich geil. Hat mich auch sehr motiviert. Nur dann, als ich die Person sprechen hörte, als er mir erzählt hat, wann er das Ganze gemacht hat, wie er das Ganze gemacht hat. Und dann bin ich auch mal auf die Seite gegangen und habe mir diese ganze Seite wieder angeguckt. Und komischerweise war es wieder 1 zu 1 genau der gleiche Aufbau, wie man von den anderen Trainingsprogrammen kennt. Also auch der CMS, also das ganze CMS-Programm, was sich dahinter befindet, ist 1 zu 1 das gleiche. Da wird sicherlich auch nicht das ähnliche Programm oder das ähnliche Prinzip hinterstecken. Nein, bestimmt nicht, weil diese Person in den letzten 10 Wochen, die einen weltmeisterschaftlichen Titel, oh, jetzt habe ich es gesagt, einen weltmeisterschaftlichen Titel auf nationaler Ebene und Weltmeister geworden ist, mit Kontrahenten, die einen Körperfettanteil von 15% haben, ziemlich erfolgreich jetzt komischerweise angepriesen wird, dann sage ich euch, ja, meine Titel, mein Auto, meine Trainingsprogramme, viel Erfolg, ja. Das geht wahrscheinlich in die Richtung, die das ganze Geschäft, ja, wahrscheinlich beabsichtigt hat. Denn wenn man keinen Beruf hat und nicht so erfolgreich war, dann kann man das wahrscheinlich auf dem Gebiet machen und sich das ganze Geld aus den Jugendlichen, die natürlich jetzt 260 Euro dafür ausgeben werden, weil die natürlich, ja, die sind voll die Fanboys von den ganzen Leuten. Die würden alles für dich machen und das ist vielleicht genau das, was du jemals haben wolltest. Und ich wünsche viel Glück dabei und ich wünsche allen anderen viel Glück dabei, die auch genau das gleiche vorhaben. Immer schön weitermachen. In diesem Sinne, mein Auto oder kein Beruf, meine Trainingsprogramme. Viel Spaß dabei.